So, dieses Mal soll's, wie versprochen, um Overfitting gehen, aber nachdem ich angefangen habe zu versuchen, hier ein Curriculum zusammenzustellen, habe ich festgestellt, dass das einfach zu viel wird für ein Video. Also wenn wir das zumindest zweiteilen, und heute geht es erst einmal darum, was ist Overfitting, wie erkenne ich Overfitting und wie vermeide ich Overfitting, wird dann beim nächsten Mal oder beim nächsten und übernächsten Mal Thema sein. Overfitting grundsätzlich ist eben die Tatsache oder die Eigenschaft eines Modells, dass es zu genau die Daten vorhersagt, aufgrund derer es erstellt wird, ohne dabei den allgemeinen Prozess, der hinter den Daten liegt, wiederzuspiegeln. Also es lernt sozusagen, das Modell lernt die Daten, an denen es trainiert wird, auswendig und gibt dann diese Daten perfekt wieder. Andere Daten jedoch, die man eigentlich damit vorhersagen will, für die ist es dann ein schlechtes Vorhersagemodell, weil es eben zu gut zu den ursprünglichen Daten passt. Wie das aussieht, werden wir jetzt mal an ein paar simulierten Daten anzeigen, ausprobieren. Dazu werden wir uns, lege ich jetzt meine Variable n gleich 12 an. Das soll unsere Stichprobengröße sein, mit der wir arbeiten. Ich will sie bewusst erst einmal sehr klein, weil dadurch das Overfitting sehr viel deutlicher wird. Und wir werden wieder mal mit einem ganz einfachen Modell arbeiten, mit einem linearen Modell, an dem das auch schön deutlich wird, wie das aussieht. Und für dieses lineare Modell nehmen wir auch nur zwei Variablen. Eine x-Variable, unseren Prädiktor, den ich jetzt zufällig erstellen werde, als uniform gleich verteilte Zufallsvariable, also ich würfel, und ich möchte n Exemplare zurückbekommen zwischen 1 und 20. Wenn ich das ausführe, muss ich natürlich noch das Ist-Gleich reinsetzen, wenn ich das ausführe, kriege ich hier zufällig Werte zwischen 1 und 20 zurückgegeben. Zu unserem Prädiktor gehört dann noch ein Response, ein Wert, den wir nachher vorhersagen wollen, den ich jetzt y nenne, und den ich mit x in Beziehung bringe. Und zwar soll eine quadratische Funktion dargestellt werden. Also x Quadrat, wenn ich das einmal ausführe und entsprechend darstelle, beziehungsweise zuerst überführe ich das nochmal in eine gemeinsame Variable, die ich Trainingsset nenne. Die soll ein Datenrahmen sein, bei der eine Variable x existiert, die aus x gefüttert wird, und eine Variable y, die aus y gefüttert wird. Und das, na, kann ich mir jetzt bequem plotten. Das Trainingsset, und da bekomme ich jetzt hier eine quadratische Funktion zurück, die natürlich, da hier einfach nur Quadrat angegeben wird, eine perfekte lineare Funktion darstellt. Das wäre für unsere Prädiktion zu einfach. Erst einmal sehe ich hier nur den einen Arm der Parabel, und ich möchte gern, dass das Ganze noch ein bisschen verschoben ist, sodass wir zwei Arme der Parabel sehen. Also ziehe ich von unserem x-Wert erstmal 10 ab. Das ausgeführt, dann sehen wir schon, dass hier das Ganze etwas parabelförmiger sichtbar wird. Und damit das Ganze nicht zu sauber ist, kommt noch ein zufallsverteilter Fehlerwert da drauf, auch gleich verteilt, wieder uniform, den ich genauso häufig brauche wie meine x-Werte. Und der soll von 1 bis 30 gehen. So, das Ganze wieder überführt. Und das Ergebnis ist dann hier. Wir erkennen immer noch die Parabel hier im Großen und Ganzen drin, aber wir haben schon einen deutlichen Streueffekt drin. Und da es eine Zufallsgeschichte ist und R geskriptet, kann ich das immer wiederholen, und die Ergebnisse sind alle immer relativ ähnlich. Wir haben die Parabel, die sozusagen man sich idealisiert hereindenken kann, was dann letztendlich die Funktion sein wird, die unser Modell wiedergeben soll.
und um diese Parabel herum, um diese Parabelwerte, streuen dann die tatsächlich echten Werte. Okay, damit wollen wir arbeiten. Und das einfachste lineare Modell, das ich erst einmal Poly 1 nenne, warum, wird sich noch erklären. Unser Modell X1 soll sein eine lineare Modellierung von Y in Abhängigkeit von X, und die Daten sind unser Trainingsset. Das ist ein ganz normales lineares Modell mit Intercept und Steigung, und die kann ich natürlich in unseren Plot hier wieder reinzeichnen von Modell 1. Das hier ist eine relativ ausgeglichene, zufällig verteilte Geschichte, deswegen haben wir hier eine sehr gerade Linie. Wenn ich das öfter wiederhole, können hier auch ein paar Steigungen entstehen. Wir haben ein Modell, das versucht, die Daten vorherzusagen. Da wir aber keine lineare Beziehung haben, sondern eine quadratische, ist das natürlich ein sehr schlechtes Modell für die Daten. Egal, wie häufig man es durchführt. Okay, grundsätzlich, und das ist so ein bisschen Wiederholung vielleicht bezüglich Prädiktieren und Modelle erstellen, ich prädiktiere jetzt mal Y, die ursprünglichen Y-Werte, mit der Funktion predict, die automatisch, wenn ich nochmal rangehe, wenn ich predict nehme und ein Objekt der Klasse LM, lineares Modell, dieses hier hineinstecke, dann wird automatisch die Unterfunktion predict LM gezogen. Also predict Modell X1 ausgeführt, bekommen wir unsere vorhergesagten Y-Werte. Und wenn ich die jetzt mal hier hineinplotte, Points von x, y predict, und die färbe ich mal rot, dann sehen wir, dass sie in den x-Werten, also in unseren Prädiktoren, übereinstimmen, aber die y-Werte liegen natürlich hier auf der Funktion linear und sind deswegen natürlich sehr weit entfernt von unseren tatsächlich echten Werten. Wie weit sie tatsächlich entfernt sind, ist ja ein Maß dafür, wie gut dieses Modell für die Prädiktion geeignet ist. Das ist ein Maß, das wir verwenden wollen. Also den Abstand der vorhergesagten Werte zu den tatsächlichen Werten. Und ich habe es ja im Grunde genommen schon gesagt, wie man das dann ausrechnen kann. Also wir haben das echte Y, von dem ziehen wir unser vorhergesagtes Y ab. Wenn ich das ausführe, bekomme ich hier verschiedene Werte. Einige sind negativ, einige sind positiv. Wenn ich das aufsummiere, bekommen wir einen ziemlich kleinen Wert. Das ist das, was ein lineares Modell ja versucht zu optimieren, den durchschnittlichen Abstand zwischen den vorhergesagten Punkten und den echten Punkten. Ja, das, die Klammer hätte ich stehen lassen können. Um jetzt ein Maß tatsächlich für den Abstand zu bekommen, müssen wir die Werte quadrieren, um das Vorzeichen loszuwerden. Damit bekommen wir hier die quadrierten Abstände, und wenn wir davon noch den Durchschnitt bilden, haben wir ein Maß für die Qualität des Modells, den durchschnittlichen Abstand der vorhergesagten Punkte zu den echten Punkten. Das ändert natürlich stark an die Standardabweichung. Im Grunde genommen ist das so eine ähnliche Idee, die dahinter steckt. Okay, also wir haben jetzt ein Maß für unser lineares Modell, das uns sagt, wie gut es vorhersagt. 643. Das können wir jetzt vergleichen mit einer weiteren Modellierung, die ich jetzt mal Poly 2 nenne. Warum immer dieses Poly? Wir wollen ja unsere lineare, unsere quadratische Funktion letztendlich vorhersagen. Und um in eine, oder fangen wir damit an, das heißt, unser zweiter Versuch eines Modells soll ein quadratisches Modell sein. LM von, und jetzt wird es natürlich schwierig, wie sage ich dem Ganzen jetzt,
dass ich ein quadratisches Modell hier haben möchte. Das einfachste wäre y Verhältnis zu x hoch 2. Data gleich Trainingsset. Na? So. Und jetzt bekommen wir hier direkt die Quadrierung rein. Das Ganze wird aber flexibler, wenn man den Befehl poly verwendet. Von x das ausgeführt, bekomme ich ein recht komplexes Objekt zurück. Das hier ist jetzt poly, das Polynom ersten Grades. Im Grunde genommen ist das das gleiche wie einfach das x. Hier stecken nur unsere entsprechenden x-Werte umgeformt drin. Und wenn ich das jetzt hier einsetze, dann bekomme ich zurück die lineare Funktion mit einem Intercept und einer Steigung. Die sieht jetzt hier ein bisschen anders aus als vorhin, aber wenn ich das hier nochmal anschaue, mit den echten Daten, es ist zwar jetzt anders aufgeführt, aber letztendlich ist es vergleichbar. Wir wollen aber jetzt ein Polynom zweiten Grades, also eine quadratische Funktion, hier wiedergeben. Das Objekt dahinter haben wir zwei Spalten. Und wenn ich das hier hineingebe, dann bekommen wir ein Polynom zweiten Grades, also x² plus x, eigentlich ax² plus bx, als Funktion zurück. Und mit der können wir dann sehr angenehm quadratische Funktionen sozusagen linear modellieren. Okay, also jetzt haben wir unser quadratisches Modell mit einem Intercept und zwei Steigungstermen, die als in der quadratischen Funktion natürlich nicht so richtig als Steigung funktionieren. Und das kann ich jetzt wiederum auch zum Vorhersagen verwenden. Also y predict x2 nehme ich in diesem Fall mal, soll wiederum ein Predict sein aus meinem Modell x2. Gesagten Werte. Und ich plotte nochmal das Trainingsset hier neu hin, damit wir eine saubere Darstellung haben. Und packe die vorhergesagten Punkte dazu. In diesem Fall x-Pred x2. Und wir sehen, dass die schon mal deutlich besser zu unseren echten Datenpunkten passen. Und wenn ich das alles nochmal durchführe, sehen wir, dass das auch bei anderen Konfigurationen, bei anderen zufälligen Zahlen der Fall ist. Also in unserem quadratischen Modell sehen wir schon etwas besser an den echten Daten dran. Was einerseits daran liegt, in diesem Fall, dass wir auch quadratische Funktionen ursprünglich hatten. Das heißt, wir haben tatsächlich in diesem Fall die Originalfunktion getroffen in ihren Freiheitsgraden. Aber was auch dazu kommt, ist, dass je mehr Polynome sozusagen, je höher das Polynom ist, umso höher ist der Freiheitsgrad auch. Man kann sich das so überlegen, eine quadratische Funktion hat schon mal eine Biegung, das heißt, man kann sich an die Daten schon mal mit einer Kurve sozusagen anpassen. Die wird dann entsprechend so gestreckt, gestaucht, dass sie auf die Daten passt. Je mehr Biegungen wir haben, bei einer kubischen Funktion haben wir schon zwei Biegungen, umso eher kann man diese dann an die Daten anpassen. Je mehr Polynome wir, je höher das Polynom ist, umso eher wird das Ganze an die Originaldaten angepasst werden. Umso mehr Spielraum hat das lineare Modell, um mit den Originaldaten sozusagen die Originaldaten wiederzugeben. Das werden wir nachher gleich noch sehen. Okay, wir haben das jetzt hier entsprechend einfach dargestellt und um das noch ein bisschen schöner zu machen, machen wir erstmal das. Wir messen jetzt mal die Güte unseres Modells. Und zwar in diesem Fall die vorhergesagten Werte mit der quadratischen Funktion. Erst einmal von unserer linearen Funktion. Jetzt veränderter Datensatz, neue Zufallszahlen sind wir dort bei 430. Bei unserer quadratischen Funktion sind wir bei 84.
Der durchschnittliche quadrierte Abstand ist also kleiner. Wir haben ein besser angepasstes Modell. Wenn wir uns die Kurve hier nochmal etwas schöner reinzeichnen wollen, dann können wir uns noch einen X-Vektor anlegen, der zum Beispiel eine Sequenz von 1 bis 20 sein soll, wie unsere Eingangsdaten von 1 bis 20 gehen, aber etwas kleiner aufgelöst, bei ist gleich 0,1. 0.1 ist im Englischen R. Wir bekommen jetzt einen Vektor zurück, der eben von 1 bis 20 geht. Darf ruhig von 0 bis 20 gehen. Und eben immer um 0,1 steigt. Und den können wir jetzt auch wieder zur Vorhersage benutzen. In diesem Fall geben wir aber nicht nur Modell in die Prädiktfunktion, sondern auch die neuen Daten, New Data. In diesem Fall ohne Punkt ist gleich Data Frame, in diesem Fall mit Punkt. Und X dieses Data Frames der neuen Daten soll X Brett sein, also diese Sequenz, die wir gerade angelegt haben. Damit bekommen wir sehr viel mehr Daten zurückgegeben und können deshalb auch eine feinere Funktion hineinzeichnen. Ich nehme mal den Lines-Befehl X Brett und Y. Brett x2. Das Ganze auch wieder in Rot. Schuss, und hier sehen wir jetzt ziemlich genau unsere quadratische Funktion und wie die vorhergesagten Werte direkt da drauf liegen und wie die echten Werte drumherum streuen. Okay, soweit eigentlich alles noch ganz harmlos. Wie gesagt, je höher das Polynom, umso angepasster kann das Modell sein. Treiben wir das Ganze mal ein bisschen auf die Spitze und sagen, wir wollen ein Polynom 8. Grades. Also ax hoch 8 plus bx hoch 7 plus cx hoch 6 und so weiter. Modell x8 soll ein lineares Modell sein von y in Beziehung zu Poly von x und dieses Mal 0,8. Damit haben wir jetzt schon ein ziemlich hoch lineares Polynom, ziemlich hochgradiges Polynom. Das Modell sieht dann dementsprechend auch so aus, dass wir hier diese 8 Werte haben für A, B, C und so weiter. Und wenn wir jetzt einmal wieder unsere Güte berechnen. Also, wir können nochmal uns anschauen, das lineare Modell 400 irgendwas, das quadratische Modell, ich habe hier die Werte verändert, das muss ich nochmal, so, das quadratische Modell 84 und unser unser Modell 8. oder unser Polynom 8. Grades. Das werde ich jetzt hier einfach mal Prädikt Modell hoch 8. Jetzt sind wir jetzt bei einem Wert von 40. Also dieses Modell passt noch besser als unser quadratisches Modell auf unsere Daten. Okay, wenn wir das jetzt mal wieder mit unserem feinen X hier vorhersagen und daraus eine Funktionsgrade erstellen lassen. Prädikt x8 soll sein Prädikt aus Modell.x8 und new data gleich data frame x gleich x.brett. Bekommen wir hier entsprechend die Vorhersagewerte für unser Modell mit dem Polynom 8. Grades. Und das können wir auch wieder entsprechend zeichnen. Lines von x-Brett, y-Brett 8. Und das färbe ich mal blau ein.
Was wir sehen, ist, dass jetzt hier diese Funktion sehr viel näher an einzelnen Datenpunkten vorbeiführt und diese teilweise deutlich besser trifft, als es die normale quadratische Funktion ist. Was wir auch sehen, ist, dass das nichts mehr mit oder relativ wenig mit dem zu tun hat, wie wir unsere Daten ursprünglich erstellt haben. Das ist in dem Fall ein Overfitting. Dieses Beispiel hier ist momentan nicht so dramatisch. Lassen wir es nochmal durchlaufen. Hier wird es schon deutlicher, was hier so zwischendurch passiert. Hier taucht irgendwo dieses Polynom, diese Kurve ab, taucht hier irgendwie wieder auf, trifft nochmal diese zwei Punkte, rennt durch diese zwei Punkte hier, aber hier zwischen passiert irgendwas, was nichts mit unseren Daten zu tun hat. Das gleiche hier, was nichts mit unserem ursprünglichen Prozess zu tun hat, sondern das läuft hier irgendwo ins unendlich Minus hinein. Das gleiche nochmal und wiederum sehen wir, dass hier so ein Auf und Ab der Kurve passiert, die einzelnen Datenpunkte ziemlich gut trifft, die aber dann dazwischen sehr seltsame Sachen macht, die nichts mit dem zu tun haben, was wir eigentlich darstellen wollen. Damit hätten wir sozusagen ein Polynom, das definitiv overfitted ist, ein Modell. Ein Modell, das sehr gut zu unseren Trainingsdaten passt, aber eben wenig damit zu tun hat, was der Prozess im Hintergrund ist. Erkennen können wir das zum Beispiel, indem wir, wenn wir weitere Daten haben, die wir verwenden können, und das ist bei uns ja jetzt hier relativ einfach, ich kann mir einfach neue Daten simulieren und ich werde die mal, damit es deutlicher wird, nicht interpolieren, also ich bleibe nicht einfach nur in meinem Bereich von 1 bis 20 für x, sondern ich gehe darüber hinaus und sage, okay, erstell mir auch mal die Daten hier bis 40 und die entsprechenden zugehörigen y-Daten. Und das nenne ich jetzt mal Testset. Und mein Testset soll auch ein Data Frame sein mit x gleich x und y gleich y. Und wiederum einfach nur ein Datenrahmen, mit dem wir jetzt teilweise einfach über die 20 hinausgehen und Punkte haben jenseits dessen, was unser ursprünglicher Datenbestand für das Trainieren des Modells anbelangte. Wir extrapolieren also in diesem Fall. Und das plotte ich jetzt einfach mal, beziehungsweise ich plotte nochmal das Trainingsset. Wo haben wir es? Aber ich weite das Ganze ein bisschen aus, damit auch unsere neuen Daten sichtbar sind. Oder ich mache es anders. Ich plotte das Testset. Na, komm schon. Mit Typ gleich n. Damit bekomme ich ein Diagramm, das von den Ausmaßen her für unser Testset passt, das es also komplett aufnimmt. Und zeichne dort hinein unser Trainingsset, also die ursprünglichen Daten, die haben wir jetzt hier unten. Und dazu unser gerade prädiktierte Funktion. Wir sehen, dass sie hier läuft. Ah, Moment. Genau. Die hört jetzt hier auf. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Aber wir können zum Beispiel unser Testset noch einmal zum Prädiktieren verwenden. Das wird auch wieder aus Modell X8 gefüttert und New Data ohne Punkt ist das Testset. Na, und irgendwo fehlt hier der Prädiktbefehl. So. Okay. Davon können wir uns jetzt auch einmal
Beziehungsweise machen wir jetzt einfach noch ein bisschen netter. Nein, wir zeigen uns jetzt einfach mal die Qualität des Modells an für die Vorhersage unseres Testsets. Also Mean von Testset Dollar Y minus Predict die vorhergesagten Werte fürs Testset wieder zum Quadrat, den Durchschnittwert gebildet. Und was hier rauskommt, ist eine ziemlich, ziemlich hohe Zahl. Also eine 8,3 mal 10 hoch 13. Eine sehr hohe Zahl hier. Beim durchschnittlichen Fehler bedeutet natürlich, dass das Modell extrem schlecht auf unsere Testdaten zu liegen kommt. Das zeichnen wir jetzt nochmal ein. Lines 1 bis 40 und Predict von Modell X8, New Data gleich Data Frame X gleich 1 bis 40. Wir sehen, dass das hier einfach abtaucht und nimmer mehr gesehen wurde. Bringen wir hier nochmal unser Testset mit rein. Hier gehen die Daten weiter hoch. Hier taucht unser Polynom 8. Grades ins Nirvana ab und hat nichts mehr mit unseren Trainingsdaten zu tun. Wir hatten ja noch die Vorhersage für den Fall x Quadrat, das ja relativ gut unsere tatsächliche Funktion widerspiegelt. Und wenn wir die nochmal einzeichnen, x Quadrat und das Ganze auch die Farbe rot geben, sehen wir, dass die ursprüngliche Schätzung mit der quadratischen Funktion ziemlich gut auch zu unseren extrapolierten Daten passt. Das wäre dann eben ein Modell, das nicht overfitted ist, das zwar in sich zu den eigentlichen Trainingsdaten einen schlechteren Fit hat als dieses Modell mit dem Polynom 8. Grades, das aber zu diesen externen Daten und damit zu dem drunterliegenden Prozess einen sehr viel besseren Fit hat. Das ist das Modell, das wir eigentlich wollen. Also ein Modell, das so gut wie möglich oder so gut wie nötig zu den zu den Trainingsdaten passt, aber das den darunterliegenden Prozess am besten abbildet und es eben auch möglich macht, hier weitere Daten sinnvoll vorherzusagen. Und wenn wir uns anschauen, wie gut sozusagen das hier abschneidet, dann nehmen wir einfach mal den Bereich. Ups, das war der falsche Knopf. Den Bereich hier sagen für unser Testset für die quadratische Funktion das Ganze nochmal vorher und vergleichen das mit den echten Daten. Wir bekommen immer noch einen durchaus hohen Fehler, weil hier eben die Daten, die Entfernung durchaus größer werden, aber es ist um Längen kleiner dieser Fehler als eben dieser Fehler, der bei der bei dem Modell mit dem Polynom 8. Grades entsteht. Wir haben also zwei Maße im Grunde genommen für die Anpassung des Modells. Wir haben einerseits eben das Maß für die Anpassung innerhalb unseres Samples, mit dem wir ein Modell erstellen. Und wir haben das zweite Maß, das uns etwas darüber aussagt, wie gut sozusagen auch außerhalb des Samples dieser Treffer ist. Und letztendlich ist das hier unten der Wert, den es gilt zu optimieren. Soll natürlich so gut wie möglich zu unserem Sample passen, das Modell, aber es soll vor allen Dingen so gut wie möglich zu dem Prozess und den anderen Daten passen. Okay, wir haben jetzt ein bisschen natürlich gecheatet, weil wir unsere Daten simuliert haben und deswegen genau wissen, welcher Prozess dahinter steckt und deshalb auch eben solche externen Daten reproduzieren können. Was tun, wenn das nicht möglich ist?
Wenn wir also nicht irgendwie weitere Daten heranziehen können, na, dann müssen wir einfach den Datenbestand, den wir haben, ökonomisch nutzen und aufteilen, sodass wir aus diesem Datenbestand ein Testset und ein Trainingsset produzieren und mit diesen beiden dann entsprechend die versuchen, die Funktionen aufzustellen und dann damit zu evaluieren. Dazu können wir, nehme ich erstmal einen neuen Datenrahmen, den ich Daten nenne, wiederum mit x gleich x und y gleich y, also hier stecken unser ursprünglicher Vektor drin und das ist dann die interne Benennung im Datenrahmen. So überführt bekomme ich diesen neuen Datenrahmen mit x und y und den entsprechenden Werten dort drin. Okay, aufteilen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufteilen kann. Man könnte die erste und die zweite Hälfte einfach nehmen. Das wäre sicher in diesem Fall das Simpelste, die ersten 6, die zweiten 6. Ich möchte da einen gewissen Zufallsmodus noch reinbringen. Das wird später noch viel sinnvoller sein als jetzt, aber trotzdem ist es sinnvoll und schön, hier auch eine zufällige Auswahl zu treffen. Ich erstelle mir eine Variable, die ich Hälften nenne. Und diese Variable, ich will ja zwei Datensätze erzeugen. Also produziere ich erst einmal zwei Benenner, 1 und 2. Die Sequenz von 1 bis 2 ist natürlich auch 1 und 2. Und damit möchte ich meine einzelnen Daten qualifizieren. Das reicht natürlich nicht aus, wenn ich 1 und 2 habe. Ich brauche diese Klassifikation so häufig, wie ich hier Daten habe. Also benutze ich den Befehl rep für replizieren. Und die Länge des zurückgegebenen Vektors, des replizierten Vektors, soll genauso groß sein wie n, also unsere ursprüngliche Anzahl von Datensample. Das durchgeführt, bekomme ich jetzt einen Vektor zurück, der 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ist. Das wäre sozusagen die einfachste Möglichkeit, jetzt das Ganze, den Datensatz in zwei Teile zu teilen, indem ich immer auswähle, den bei 1, wenn ich 1 auswähle, würde ich den ersten, den dritten, den fünften bekommen, bei 2 den zweiten, den vierten und so weiter. Das wollen wir noch ein bisschen zufälliger gestalten, also benutze ich den Befehl sample, der mir jetzt hier eine zufällige Verteilung zieht aus dieser Reihe 1, 2, 1, 2. Die mischt er durch mit dem Befehl sample, sodass ich eine zufällige Verteilung bekomme. Und mit jedem Durchlauf sieht die Verteilung anders aus. Trotzdem haben wir genau in zwei Hälften den Datensatz geteilt. Okay, wiederum Testset, Trainingset. Testset soll sein unsere Daten, und zwar diejenigen Daten, bei denen der Wert für Hälften gleich gleich 1 ist. Und unser Trainingset, der, wo das hier 2 ist. Durchgeführt. Hier haben wir die einen Daten, hier haben wir die anderen Daten, das Ganze aufgeteilt. Und das kann ich jetzt beliebig häufig wiederholen und bekomme immer eine andere Zusammensetzung der entsprechenden Datensätze, Testset und Trainingsset zurück. Okay. Plotten wir mal unser Trainingsset ruhig bis x von 0 bis 20. Manu. Das sieht seltsam aus. Interessant, interessant. Okay. Das verwirrt mich jetzt selber ein bisschen.
Ah. Ich habe die x- und y-Werte wieder verändert. Also, so, besser. Wieder die ursprünglichen Werte. So, das sieht besser aus. Jetzt haben wir wieder unseren ursprünglichen Bereich hier. Okay, und die Trainingsset-Daten in Farbe rot dazwischen. Also wir haben jetzt einige Punkte hier in schwarz, unser Testset in diesem Fall, auf die wir nachher die Funktionsanpassung testen wollen, und in rot hier unser Trainingsset, mit dem wir das Ganze produzieren wollen. Und ich kopiere mir einfach mal die Geschichten hier runter. Die können wir jetzt wieder gut verwenden. Also wir erstellen wieder ein quadratisches Modell. In diesem Fall nur mit dem Trainingsset. Prädiktieren das Ganze, lassen es anzeigen. Und müssen hier noch sagen, dass wir die X-Werte vom Trainingsset zurückbekommen wollen. So. Hier ist dann unsere Echtdaten und die angepasste Funktion. Und die können wir jetzt entsprechend auch evaluieren bezüglich ihrer Güte. Einerseits eben innerhalb des Trainingssets, aber jetzt auch, weil wir einen Bereich herausgelassen haben, mit dem Testset, das unabhängig vom Trainingsset und vom Training eigentlich funktioniert. Also prädiktieren wir mal Testset mit unserem gerade erstellten Modell und New Data soll sein das Trainings, das Testset natürlich. Niemals durcheinander bringen. Gut. Und das können wir jetzt vergleichen mit unseren. Dann nehmen wir wieder unser Maß hier. Unseren durchschnittlichen quadratischen Fehler. Und das vergleichen wir mit unserem Testset Y. Und wir bekommen einen Wert von 200, 300, um genau zu sein. Beim Trainingsset, achso, wenn ich das auf das natürlich vorhersage, wird das schlechter. Nehmen wir direkt diese Prädiktionsfunktion hier rein. So, beim Trainingsset ist die Anpassung natürlich deutlich besser, weil das Modell mit diesem Trainingsset erstellt worden ist. Wir sind hier also bei 32 innerhalb des Samples, bei 300 außerhalb des Samples. Und jetzt können wir das Ganze wiederum vollziehen mit unserem unserer Funktion in unserem Modell mit dem Polynom 8. Grades. Ich muss hier einfach überall die 2 durch die 8 ersetzen. Das dauert jetzt ein kleines bisschen. Okay, wir können hier nicht den 8. Grad verwenden, das ist noch etwas, natürlich, oder es darf nicht mehr Freiheitsgrade geben, als wir tatsächlich Datenpunkte haben. Ich senke das mal hier auf 4 runter und mache das Ganze nochmal überall. 4, 4, ich hätte das zwar jetzt in allen anderen Stellen die 8 stehen lassen können, aber ich bin
was das anbelangt, gerne ein ordentlicher Mensch. Sonst kommt man später mit seinen Variablen durcheinander. Okay. Wir bekommen hier auch wieder einen Wert für innerhalb des Samples und für den externen Bereich mit unserem Polynom vierten Grades. Jetzt können wir die beiden Geschichten hier gut miteinander vergleichen. Also Testz für Polynom vierten Grades, Testz für Polynom zweiten Grades. Und wir sehen, dass das Polynom zweiten Grades einen kleineren Fehler hat als der Polynom vierten Grades, wenn es um das Testz geht, also den Bereich Daten, den wir extra rausgelassen haben aus der Modellierung, um damit nachher das Modell vergleichen zu können. So viel erstmal hierzu. Also, wichtig ist nicht unbedingt ausschließlich, wie gut eine Kurve zu den Daten passt, die dafür benutzt werden, das Modell zu erstellen, sondern viel wichtiger ist es, wie gut sie zum darunterliegenden Prozess passt. Um das abschätzen zu können, müssen wir einige Daten als Testset separat haben. Wenn wir zum Beispiel ins Feld gehen können oder weitere Experimente machen können, können wir unser Modell aufstellen und dann mit diesen weiteren Experimenten das Ergebnis der Modellierung vergleichen. Wenn wir das nicht machen können und die Daten, die wir haben, einfach haben und nichts weiter, dann müssen wir so vorgehen, dass wir auf eine irgendwie geartete Art und Weise uns ein Testset und ein Trainingsset auseinandernehmen und dann mit dem einen Teil der Daten das Modell erstellen, um mit dem anderen Teil der Daten zu schauen, welches Modell, welche Variante des Modells eben am besten dazu geeignet ist, den darunterliegenden Prozess vorherzusagen und nicht einfach nur die einzelnen Datenpunkte aufzufinden, die zum Trainieren verwendet worden sind. Wie man das Ganze noch etwas schöner gestalten kann, werden wir beim nächsten Mal, denke ich, sehen. Und zum Abschluss will ich nur noch kurz eine Sache zeigen. Dieses Overfitting ist ein Prozess, der natürlich auch davon abhängt, wie groß die Stichprobenanzahl ist. Ich hatte jetzt hier 12 genommen. Wenn ich das jetzt mal auf 120 erhöhe, hier entsprechend das Ganze durchlaufen lasse, sehen wir erstmal schon mal für das Trainingsset hier, für unsere ursprünglichen Daten, eine sehr viel dichtere Kurve. Und ich lasse mal Modell Polynom 1 ersten Grades raus und mache jetzt nochmal das zweiten Grades noch einmal. Wir sehen hier eine recht gute Anpassung. Und das gleiche jetzt nochmal für das Polynom 8. Grades. Das jetzt in blau reinzeichnen. Was hier sichtbar ist, ist, dass das nicht mehr so stark hin und her wobbelt zwischen den einzelnen Datenpunkten, weil wir sehr viel mehr Daten haben, über die dann entsprechend die Mittlung des Modells und die Anpassung des Modells passieren kann. Also je mehr Daten wir bezüglich der Freiheitsgrade haben, umso mehr Freiheitsgrade dürfen wir auch einbauen, weil dann entsprechend diese Freiheitsgrade nicht mehr so dominant einzelne Datenpunkte treffen können, sondern weil hier auch eine Mittlung über den gesamten Prozess dann erfolgen muss. Was aber auch hier deutlich ist, ist, dass das für die Interpolation gilt, also für den Bereich, wo wir tatsächlich diese Datenpunkte haben. Für die Extrapolation, man sieht hier schon, dass sich das so ein bisschen rausbewegt, da ist dann die Anpassung dieses hochgradigen Polynoms auch wieder schlecht. Das läuft dann hier raus, also wir treffen trotzdem nicht den darunterliegenden Prozess. Man kann so zwar, das Risiko für eine Interpolation ist zwar geringer, eine Überanpassung als dramatischen Effekt zu haben, aber sobald man die Extrapolation geht und mit Daten arbeitet, mit denen man das Modell selbst nicht erstellt hat, ab dann hat man nach wie vor das Problem, dass eben der eigentliche Prozess nicht getroffen wird und wir seltsame Werte hier außerhalb dieses Datenbereichs bekommen würden. Okay, also das nächste Mal noch einmal, wie man jetzt diese einzelnen Messwerte für die Qualität der Modellierung sinnvoll darstellen kann, wie man daraus ein Kriterium ableiten kann, zum Beispiel für die Polynome, welches zu wählen ist, und dann im
Weiteren, wie wir daraus einen allgemeinen Arbeitsablauf entwickeln können, um ein solches Overfitting zu vermeiden. Jetzt muss ich mal wieder nur den Ausknopf finden.